Frage, meine lieben YouTube-Freunde. Warum feiert die christliche Welt Advent? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Alle Jahre wieder klingt es aus dem Kindermunde. Doch wissen die Kinder auch die Bedeutung der Adventszeit? Ursprünglich entsprach der Begriff Advent aus dem Griechischen und hat die Bedeutung Erscheinung. Wir aber leiten Advent aus dem Lateinischen ab und das bedeutet Ankunft. In dieser Zeit bereiten sich die Christen auf das Weihnachtsfest und die Ankunft des Herrn vor. Eigentlich war die Adventszeit eine Fastenzeit. Diese Fastenzeit galt als geschlossene Zeit, wo nicht getanzt und aufwendig gefeiert werden durfte. Auch keine feierlichen Trauungen. Kleinere Trauungen waren allerdings erlaubt. Von Seiten der christlichen Kirche ist das heute kein Verbot mehr. Adventszeit, wie wir sie heute kennen, geht bis auf das 7. Jahrhundert zurück. Symbolisch stehen die 4 Adventssonntage vor Weihnachten, in der die Menschheit nach kirchlicher Rechnung nach dem Sündenfall im Paradies auf den Erlöser warten mussten. Die Liturgie der Adventszeit beginnt mit dem ersten Advent und endet am Heiligen Abend. Am ersten Adventssonntag feiern wir den Einzug Jesus in Jerusalem. Am zweiten Adventssonntag feiern wir die Wiederankunft des Herrn. Am dritten Adventssonntag ehren wir Johannes der Täufer als Vorläufer Jesu. Und am vierten Adventssonntag ehren wir Maria, die Mutter Jesu. Mit dem Adventskranz zünden wir jeden Adventssonntag eine Kerze an, die auf das Licht hinweisen soll, was Jesus Christus uns in die Welt gebracht hat. Der Theologe Johann Hinrich Wichern gründete 1839 ein Waisenhaus, das Raue Haus, in Hamburg. Dort wurden obdachlose Kinder und Jugendliche nicht nur gut versorgt, sondern sie konnten auch einen Beruf erlernen. Da ihn die Kinder ständig fragten, wie lange dauert es noch bis zum Heiligen Abend, ließ der Theologe einen hölzernen Leuchter mit 23 Kerzen aufhängen. 19 kleine rote für die Werktage bis Weihnachten und 4 dicke weiße für die Sonntage. Später wurde der hölzerne Leuchter mit Tannengrün geschmückt. Der hölzerne Leuchter wurde so beliebt in Norddeutschland, dass er Einzug in die Häuser der Menschen nahm. Aus Platzgründen bekam der sogenannte Adventskranz nur noch die 4 dicken Sonntagskerzen. So entstand der Adventskranz, der bis heute aus der weihnachtlichen Adventszeit nicht mehr wegzudenken ist. Im Jahre 1925 eroberte dieser Adventskranz dann auch die katholischen Kirchen. Zum ersten Mal wurde dieser Adventskranz mit 4 dicken Kerzen in Köln aufgehängt. In vielen anderen Ländern wurde dieser schöne Adventsbrauch auch übernommen. Da auch heute die kleinen Kinder die Zeit nicht abwarten können, wann der Heilige Abend endlich da ist, wurde für sie der Adventskalender gebastelt.
Damit wurde die Wartezeit für die Kleinen verkürzt und heute auch versüßt mit Keksen und Schokolade. Mit dem ersten Advent beginnt für die Christen das neue Kirchenjahr. Ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit im Lichte Jesus Christus. So sei es. In Liebe, eure Diria.